Viper. Ich glaube, dein Schatten. Nitro-Panzer, ja. Ich hab's doch verstanden. Meine Güte. Gedick, mein Gleiter ist repariert. Aber wie halten wir deine Viper-Droiden davon ab, die Unterwelt von Akiba aufzumischen? Gar nicht. Zumindest nicht allein. Aber ich habe Freunde im Dschungel, die vielleicht helfen können. Von welcher Art Freunden reden wir hier? Von der zuverlässigen Art. Ich schicke dir die Koordinaten und mach mich auf den Weg zur Basis der Imps. Meine Zugangsdaten funktionieren noch. Das ist wirklich klarkommen. Okay. Wie läuft's mit deinem Droidenschmied? Super. Gut. Ziemlich gut. Na dann. Also, falls du Hilfe brauchst, ich habe etwas zur Bahnbrecher geschickt. Danke, Jalen. Ich komm schon klar. Zuverlässig, ja? Wo sind die denn alle? Untersucht. Da ist jemand unsanft gelandet. Oh, super untersucht. Mann, wie werde ich sein Schild los, hier zu mir mal lieber erschreiben soll. Also, okay. Ist halt immer noch ein Blöde. Könnt ihr mal aufhören, jetzt mich anzugreifen? Hört dann auf, ihr abzuschießen. Ich versuche mich zu holen. Es geht nicht, wenn ihr mich anschießt. Danke, genau das meine ich. Hört auf damit. Meine Güte. Jetzt Ruhe. Geht es dir gut? Ernsthaft, Gedick? Du bist der Letzte, von dem ich dachte, er arbeitet für die Rebellen. Du kannst froh sein, dass er das macht, sonst wärst du jetzt tot. Die Viper-Droiden werden immer aggressiver. Wir müssen unseren Angriff starten. Angriff? Du wirst dich in die Basis schleichen, während mein Team einen Weg freisprengt, um das Päckchen rauszuholen. Schön. Klingt nach Spaß. Nur, als ich das letzte Mal mit Rebellen gearbeitet habe, bekam ich ein Todesmahl. Rettet die Galaxie selbst. Ich gehe. Ich wusste, auf die ist kein Ver... Los. Hey, bitte. Das funktioniert nur mit dir und den Rebellen. Ich habe gesagt, ich helfe dir, aber ich lasse mich nicht in einen Krieg verwickeln, der mich nichts angeht. Dieser Krieg geht jeden an. Vergiss mal die Rebellen, Kay. Eine Menge Leute werden wegen meiner Entscheidungen verletzt. Du suchst einen Droidenschmied? Das ist die Bedingung. Die macht doch jetzt eh mit. Ich muss los. Lass mich bitte nicht hängen. Ich hoffe, ihr meint das mit dem Fluchtweg ernst. Ich weiß nicht, wie sowas in der Unterwelt läuft. Aber wir lassen unsere Leute nicht zurück. Du hast keine Ahnung, wer zurückgelassen wird. Ja, sie wird nämlich von Rebellen zurückgelassen. Deswegen ist sie so negativ gegen die eingestellt. Wenn du in die Richtung gehst, solltest du sie irgendwann finden.
Verstanden. Bin bald da. Was hat es mit dem Casino-Chip auf sich, den du immer dabei hast? Ich nehme an, dass du ihn nicht setzen willst. Oh, das ist, das Letzte, was meine Mutter mir gegeben hat, als ich ein Kind war. Ein Andenken. Eine Erinnerung, dass Nitz und ich auf uns allein gestellt sind. Das war's schon. Ja. Okay. Wir können den Angriff jederzeit starten. Bist du in Position? Noch nicht. Na dann beeil dich mal und löse in der Basis keinen Alarm aus. Wir brauchen das Überraschungsmoment. Taifunstaffel Ende. Hallo. Taifunstaffel? Das ist doch ein Witz, oder? Löse keinen Alarm aus, finde ich immer den besten Punkt. Willst du mir jetzt echt verarschen hier oder was? Mach die. Mach doch mal welche scheiß Tür auf hier. Welche zeichnest du? Ich zeig's mir hier so einen offensichtlichen Weg. Und da kommen wir da gleich durch, ne? Das triggert mich gerade schon ein bisschen. Oh mein Gott, sie ist ins Wasser gefallen. Hilfe. Sie ist halt auch jetzt genau hier rauf, ne? So, das bestimmte Bereich, bla bla. Jetzt zu. Ja gut, wenn ich vielleicht nochmal zu einem Stück soll, dann ergibt sich das auch wieder. Ist hier nicht. Ja. Hätte man genau in die andere Richtung kommen wollen. Egal. Den Funkkontakt. Ende. Hier drüben ist nichts. Ende. Was siehst du? Hier beim anderen Namen, da steht der Typ genau vor. Es ruhig, ist gerade nur der Sturmtruppler vorm Alarm. Umgehauen worden. So, dann gehen wir direkt mal weiter, würde ich sagen. Aber warum sollten wir mir an anlegen, wenn hier der Weiterweg ist? So. Ah. Wir machen halt auch das gleiche. Wir infiltrieren imperiale Anlagen, ne? Um etwas zu klauen, um viele Leute zu befreien. Ja. Das ist eigentlich meine Jobbeschreibung, wenn es dann geht. So. Musst du irgendwo muss ja was machen, weil ich habe genau den habe ich gerade schon gesehen, den Schacht. Mir schon klar, ich muss ihn irgendwo hinschicken, damit ich die ausmachen kann. Ich bin,
nichts beschäftigt. Mach den Scheiß wieder auf. Halt das mal für mich, ja? Mann, ich war doch noch gar nicht fertig, Junge. Jetzt bin ich fertig. Jetzt ist die Lüftung nämlich aus. Dick, ich bin drin. Gut. Folge dem Tunnel. Er führt dich zum Abhörposten, wo auch das Verteidigungssystem ist. Okay. Wir müssen es vor dem Angriff abschalten. Bringen wir hin. Bringen wir hin. Oh. Jetzt runter. Umgebungsabtastung zeigt grün und die Truppen sind in Alarmbereitschaft. Siehst du was? Ausgezeichnet. Wenn die Rebellen wieder auftauchen, werden sie ihr blaues Wunder erleben. Blaues Wunder und so. Die werden die blaues Wunder erleben. Ich habe ja auch mal ein blaues Wunder gezeigt. Zack. Hier gibt es ein paar mehr. Ist hier jemand? Nö, hier ist keiner. Ich glaube, in meinem Helm fängt es schon an zu schimmeln. Der Sektor ist gesichert. Denn in meinem Helm fängt es schon an zu schimmeln, deswegen ist der Sektor gesichert. Ich habe nichts von neuen Blastern gehört, aber hoffentlich stimmt es. Okay, da müssen wir schon mal gehen. Und mal zu Trick durch die Gegend. Hier ist alles ruhig. Alles ruhig. Was an diesen Astromekroiden erweckt in mir das Verlangen, sie abzukneifen. Da hast du recht. Irgendwas erlangt in mir das Verlangen, sie abzukneifen. Da hast du recht. Das wird ja gleich nochmal was gelöst, fertig. Versteck dich nix! Feuer frei! Jawohl! Die lassen einfach nicht ab! Feuer! Ja, das ist schon der Raum. Wenn er danach ausgelöst hat, wundert mich ein bisschen. Zentrale, ich bin hier allein. Jetzt. Hallo? Halt! Ich bin allein. Okay. Löst keinen Alarm aus. Ich hätte instant gedacht, dass ein Alarm ausgelöst wird. Das Ding funktioniert tatsächlich auch noch. Aber es hat keinen Alarm ausgelöst.
Da vorne ist sogar noch eins. Eisenkamera. Ups. Durch, zack. Jetzt können sind die Leute negativ. Ah, ich weiß, wo wir sind. Deswegen ist hier auch keiner. Gehen wir wieder zurück. Das wäre nur ein anderer Weg. Das ist nur ein anderer Weg aus dem Raum. Der aber nicht gerade alle aus dem Weg geräumt hat. Okay. Ach, warum sieht dieser Teil der Basis so anders aus? Der Teil, oh, da steht einer. Imperialen Sicherheitsbüro. Höchste Sicherheitsstufe. Pass auf, von denen willst du dich nicht erwischen lassen. Wenn ihr kommt, ich warte. Das kann nichts Gutes bedeuten. Werde ich aus der Kamera locken. Jetzt außerhalb der Kamera. Achso. Messe. Nix. Nix. Das Terminal. Okay. Schönen guten Tag. Gute Nacht jetzt. So, okay. Die Kamera machen wir mal aus. Gucken wir, was hier noch Schönes gibt. Ich bin ja immer ein neugieriger Mensch. Dann drücken wir mal darauf. Ich bin jetzt beim Abhörposten, glaube ich. Ah, okay. Sehr gut. Schalte die Verteidigung der Basis aus. Da können unsere Freunde rein. Deine Freunde, Gedick. Hast du was, Kleiner? Hier, wie ich es richtig sehe, sind jetzt zwei, die beide konzentriert sind. Und hier, Hi. Okay, jetzt haben wir noch Leute, die am Bildschirm gucken. Ich meine, das ist für uns natürlich perfekt. Zwei, super. Da ist noch einer, der noch ein Bildschirm anguckt. Zack. Da ist noch einer, der ein Bildschirm anguckt. Hier können wir erstmal. Okay, dann zwei noch, sehe ich gerade. Na schön. Und schon mal die Verteidigung abschalten. Ha, fertig. Gut. Meine Zugangsdaten haben funktioniert. Ich bin drin. Du solltest jetzt zu mir kommen können. Ja, bin gleich da. Lass mich nur mal kurz die anderen Leute hier ausschalten. Das macht doch geil zu viel Spaß. Lampe auf die Fresse zu holen. Okay, hier ist ein Tunnel. Lass hier durchgehen. Okay, müssen wir anscheinend nicht hin, aber es macht damit zu viel Spaß, Leuten auf die Fresse zu hauen. Ah, okay, jetzt bin ich hier. Ich bin fast da.
Wo bist du? In einem Wartungsraum außerhalb des Viper-Labors. Beeil dich, bevor mich jemand bemerkt. Bin schon auf dem Weg. Aber so kommen wir auch zu der anderen ran. Dann kann ich ja auch noch eine Fresse hauen. Nicht, dass sie zufällig die anderen noch findet und Alarm auslöst. Man weiß ja nie. Nein. Ah, da ist er. Gut, du hast es geschafft. Der Alpha-Druide ist in dieser Richtung. Mhm. Und was jetzt? Jagen wir ihn hoch? Nein, ich habe eine bessere Idee. Wir setzen die Protokolle zurück. Lassen ihn für die Rebellen arbeiten, dann dreht er den Rest der Viper-Druiden um. Das Ding muss an die 30.000 Protokolle haben. Wie willst du die alle löschen? So wie wir die Automaten im Canto Grand gehackt haben. Du willst einen Kampfdruiden mit deinem Jackpot-Hack umprogrammieren? Ach, ich nenne ihn jetzt Freiheits-Hack. Er hat neue Funktionen. Okay. Ah, na, sieh mal an. Da lang. Ich komme nach, wenn es sicher ist. Jo. Super. Sichere Destruiden. Ja, war nichts leichter als das, hätte ich gesagt. Sorg dafür, dass das Labor leer ist. Jo, jo. Darf uns sehen. Vielleicht nichts leichter als das. Komm, das Labor mal kurz näher. Ich aktiviere auch gleich noch die Alarme. Was? Ist die doof. Ich habe gehört, du möchtest schlafen gehen. Alles sauber. Ist gut. Ich komme rein. Also, wir kümmern uns um diesen Druiden, schaffen dir die Syndikate vom Hals und dann kannst du dich uns anschließen, oder? Keine Überraschung mehr. Versprochen. Typhoon-Staffel, wir sind da. Verstanden. Wir schaffen einen Ausgang. Besorg uns diesen Druiden. Du musst das Eindämmungsfeld runterfahren, Kay. Bin dran. Bin gleich dabei. Ich wollte nur kurz die Alarme deaktivieren. Immer nur. Warum nicht? So, Hecken? Bei meiner leichtesten Übung. Mal irgendwelche Knöpfe miteinander verbinden. Zack. Kraftfeld ist aus. Ich glaube, deine Freunde sind da. Ich bin im System. Halt mir die Sturmtruppen vom Leib. Jojo. Sicher auch den Bereich. Zum Angriff! Du bist auch verwundert. Sie kriegen Mist Verstärkung! Hey, LG! Ich brauch hier unten Verstärkung! Ja, ich bin in einer versteckten imperialen Basis. In einer Schlucht. Im Dschungel. Halt einfach nach Explosion Ausschau, ja? Noch mehr? Ah. Oh, das ist gut. Jojo, öffne die Tür. Ja, so.
Sicher ist zu entriegeln. Ich hab Sturmtruppen am Hals. Ja, das ist schön. Hatte ich auch. Oh, du hast ganz besondere Sturmtruppen am Hals. Das ist schön. Steht der immer noch genau? Wie verhält der Typ aus? Danke! Was schickst du denn zu denn da für einen Typ mit? Kannst du ihn nicht vorher loswerden? Meine Güte, ND5. Okay, wir bleiben hier. Schießen von hier aus. Alles klar. Ich hab Sturmtruppen am Hals. Alles gut? Noch alles dran. Ende 5. Du machst mir Angst, Kumpel. Es ist nichts. Wir sollten weiter. Edek, wir stehen unter schwerem Beschuss. Wir brauchen deinen Viper-Droiden. Ist ja gut. Jemand muss aber bei mir bleiben, während ich die ganzen Daten lösche. Ich mach das. Kay, bring den Viper-Droiden zum Hangar. Jo, mach ich. Warum? Ach, jetzt bin ich da dran. Sorge, ich habe die Tür versperrt. Geh zum Hangar. Ja, ja. Schon dabei. Ah, nicht schlecht, Gedick. Es funktioniert. Er hat euren nervigen Druiden gemacht, den wir mal auf den Sack geben. Steht mir doch nicht im Weg, Alter. Ich muss immer ein bisschen fliegen. Ja. Du brauchst
zack. Das war, glaube ich, der letzte. Bereit? Ich habe alles gelöscht, was ich finden konnte. Die benutzen meine Pläne nicht nochmal. Und du willst nicht bleiben? Na, wir werden woanders gebraucht. Ja, im Haus eines reichen Mannes. Ihr habt alle Feuerkraft, die ihr braucht. Dreht ihm nur nicht den Rücken zu. Sobald ihr aufbrecht, wird euch das Imperium jagen mit allem, was es hat. Das schaffen wir. Falls nicht, haben wir uns nie gesehen. Das Schicksal der Galaxis könnte davon abhängen. Man, ihr hört auch nie auf zu reden, oder? Ist nicht, aber es nie gesehen. Hier ist gut. Jetzt abgeschlossen, weiter. Jetzt kommen wir mit der Idee. Gut festhalten, Leute!